In den Medien hören wir ständig das Wort Gleichheit. Ja, so eine allgemeine Gleichheit, die auf alles übergestülpt werden soll. Jeder Mensch ist gleich, alles ist gleich, jede Situation ist gleich. Gibt es überhaupt? Klar ist dieser Wunsch nach Gleichheit etwas Positives. Aber wenn wir uns den Menschen anschauen, ist einfach nicht jeder gleich. Es gibt Schwache, es gibt Starke, es gibt Große, Kleine, es gibt Gesunde und es gibt Kranke. Wie sollen wir da überhaupt von Gleichheit sprechen? Nicht nur, dass der Mensch so ist, sondern die ganze Umwelt ist so. Wir haben Stürme, Hurricanes, Frost, Nebel, Gewitter, was auch immer. Auch allein da ist jede Situation anders und keiner kann hier von einer Gleichheit sprechen. Stell dir mal vor, was viele sich vorstellen, einen Reset zu machen, und zwar darfst du den gestalten. Ich bevollmächtige dich, einmal Robin Hood zu spielen, nur in Gedanken, und du würdest von jedem Bürger Deutschlands das ganze Vermögen einkassieren. Eigentlich würde man das Stehlen nennen, aber mit einem guten Zweck. Du würdest es gleichmäßig verteilen und sagen wir mal jedem Bürger, der über 20 Jahre alt ist, das gleiche Geld geben. Jeder kriegt genau den gleichen Anteil, denn dann haben wir definitiv Gleichheit. Was glaubst du, würde dann passieren? Glaubst du, es würde die Probleme der Welt lösen? Glaubst du, es würde uns auch schon das Gefühl schenken, dass wir wirklich alle gleich sind? Ich sag dir, was passieren würde. Die einen würden chillen und die anderen würden wirtschaften mit ihrem Geld. Die einen würden es vielleicht ausgeben, um sich vielleicht bleichen zu lassen, und die anderen würden es ausgeben, um ins Solarium zu gehen. Die einen würden gar nichts damit tun und die anderen würden einfach das Geld nur ausgeben und sich am Leben freuen. Und nach 50 Jahren dieses Systems wären wir wo? Genau da, wo wir heute sind. Ja, diese Gleichheit existiert so nicht. Es wäre ungefähr so, als wenn ich sagen würde, jede Eiche im Wald soll genau die gleiche Größe und genau die gleiche Form haben. Jeder Mensch soll eben gleich sein, egal, unabhängig von seiner Hautfarbe, von seinem Geschlecht, von seiner Größe. Das gibt's nicht, sowas gibt's einfach nicht. Genauso wenig wie jeder Grashalm auf der Wiese genau gleich lang ist. Ja, dieser Wunsch, diese allgemeine Gleichheit, funktioniert nur in utopischen Systemen, wie man sie sich im Kopf ausmalen könnte, wie das Robin Hood-System. Aber die Bibel spricht über etwas, was dieses Problem auch mit ausgelöst hat. Und zwar nennt sie das Sünde. Und hierin, in der Sünde, sind wir wieder alle gleich. Denn Gott sagt, keiner hat die Gerechtigkeit und die Herrlichkeit gewirkt, die vor Gott zählt. Jeder hat gesündigt, da gibt es keiner, auch nicht einen Gerechten. Gleichzeitig können wir auch alle einen gleichen Schritt wagen und tun, und nämlich den Schritt zu Jesus, und um uns diese Sünde auch vergeben zu lassen, um so zu kommen, wie wir sind, aber neu anzufangen. Denn nicht ein Systemwandel in der Politik, in Regime oder vielleicht durch Gewalt, durch Aufstände, durch Revolten oder brennende Molotow-Cocktails würden etwas verändern, sondern ein Brand muss stattfinden. Aber das ist der Brand in unseren Herzen. Wenn unser Herz neu erweckt und neu gestaltet wird, ja, eine neue Kreation quasi erhält, dann fängt auch eine neue Gesinnung an. Und wir würden nicht mehr auf den Armen herabschauen, und die Superreichen würden nicht auf den Rücken der Armen trampeln, sondern Mitgefühl, Mitleid und auch das Kümmern einem zu dem anderen würde stattfinden. Lass uns also gleich zur Sache kommen. Da wir ja scheinbar alle das gleiche Problem haben, gibt es auch nur eine einzige Lösung. Und es ist ein Schritt näher zu Jesus.